Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 415 am Samstag, den 20. Januar 2023. Ja, es ist schon Sonntag, es ist gleich 1 Uhr, wir haben noch 3 Grad Außentemperatur in Rönne auf Bornholm, so muss es heißen. Heute bin ich dankbar für einen wunderbaren Tag, den ich hier mit meinem Besuch erleben konnte. Und wir haben wirklich einen tollen Ausflugstag gehabt, haben ganz viel hier gesehen auf Bornholm, sind von einem Viewpoint zum anderen gefahren und haben echt tolle Sachen gesehen und besichtigt oder angeschaut, waren am Strand und haben wirklich Bornholm richtig schön erleben können. Morgen wollen wir jetzt auch noch mal zu einem anderen Strandabschnitt und vielleicht noch zu einem Leuchtturm. Das haben wir heute nämlich dann nicht mehr geschafft. Wir haben relativ lange uns auch aufgehalten an der Schloss- oder Burgruine aus dem Mittelalter und da auch viel drüber gelesen und angeguckt. Das war alles frei zugänglich, fanden wir auch super toll, dass es hier so gemacht ist. Es gibt noch ein Besucherzentrum, das war geschlossen, wahrscheinlich jetzt im Winter oder wir waren eigentlich am Nachmittag dort, das hätte eigentlich noch aufhaben müssen, aber war halt geschlossen, ist auch nicht schlimm und man kann aber trotzdem eben die Schlossruinen angucken, also richtig reinlaufen überall und so und das ist tatsächlich Europas älteste erhaltene, also größte Burganlage irgendwie, das wusste ich auch nicht, wirklich richtig schön. Ja, und dann sind wir, weil wir dann schon zeitlich schon im späten Nachmittag waren, schon fast frühen Abend, haben wir uns dann entschieden, was essen zu gehen und hatten das Brauhaus ausgesucht in Zwanecke. Das ist im östlichen Teil von der Insel und waren dann dort lecker essen, haben richtig gut gespeist und sehr umfangreich gespeist. Und jetzt haben wir noch einen schönen Abend hier zusammen verbracht in der Ferienwohnung und ein bisschen gespielt noch und überlegt, was wir dann morgen machen und wo wir morgen hin wollen. Genau. Und freuen uns da schon drauf. Und jetzt geht's zu Bett. Und dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.